Maschinen und ihre Fahrer. Erinnern wir uns, das sind die legendären MV-Augusta-Rennmaschinen, die über Jahre das Renngeschehen beherrschten. Auch der Italiener Giacomo Agostini wurde mit ihnen berühmt. Hier Salzburgring 1973, Agostini und Saarinen. Giacomo Agostini und MV Agusta. Auch diese beiden Namen haben ein Stück Motorradgeschichte geschrieben. Wehmütig denken deshalb auch alle Motorradfans an die Zeit zurück, als die 3- und 4-Zylinder-MV-Maschinen mit ihren dröhnenden Viertaktgeräuschen den Grand Prix-Zirkus beherrschten. Hockenheim 1975. Agostini und Reed auf MV in der 350 Kubikzentimeter-Klasse. Giacomo Agostini, von seinen Fans liebevoll Argo genannt, wurde mit den MV-Maschinen zum erfolgreichsten Motorradrennfahrer aller Zeiten. Auch Phil Reed gehörte zu den ganz Großen. Er war 7-mal Weltmeister und 4-mal Vize-Weltmeister. 1974 stieg Agostini von MV auf Yamaha um. Das sahen seine Anhänger und besonders seine Landsleute nicht gern. Sie legten dies als Vaterlandsverrat aus. Argo Nationale, wie er auch genannt wurde, fuhr ein ausländisches Fabrikat. Als Argo dann in seiner Heimat in Imola zum ersten Mal mit seiner 350er Yamaha startete, wurde er ausgepfiffen. Als Argo dann aber doch siegte, wurde er wieder gefeiert. So schnell ändern Sportfans oft ihre Meinung. Die große Show zogen aber die beiden MV-Piloten Phil Reed und Franco Bonera in der 500 Kubikzentimeter-Klasse ab. Hier hatte Argo mit seiner Yamaha das Nachsehen. Agostini mit der 500 Kubikzentimeter Yamaha beim Training in Hockenheim. Spa-Francorchamps in Belgien 1975. Eine der schwierigsten Rennstrecken. Hier der Start der 50 Kubikzentimeter Klasse. Auch dort waren beim Halbliterrennen wieder die MV-Maschinen mit Phil Reed und Franco Bonera der Mittelpunkt. August 25. 1975, Brünn in der GSSR. Argo fiel in der 350 Kubikzentimeter Klasse aus. Mit seiner 500er Yamaha hatte er jedoch schon einen großen Punktevorsprung. Es genügte ihm also ein zweiter Platz hinter Phil Reed, um Weltmeister zu werden. Kehrte Argo wieder zu MV Agusta zurück. Doch von diesem Zeitpunkt an ging es mit dem Viertakter bei den Solo wie auch bei den Gespannen merklich bergab. Ein Hauptgrund war die damals noch neue Schalldämpferbestimmung der FIM. Aber wo eine MV noch herrliche Töne von sich gab,
drängten sich die Menschen scharenweise um dieses letzte Viertaktmotorrad der Grand Prix-Szene. '76, Startaufstellung in Le Mans mit Dodds, Braun, Chevalier und Villa mit seiner Harley Davidson. Auch der Japaner Takatsumi Katayama war dabei. Dann ging es in die Aufwärmrunde und über 100.000 Zuschauer warteten auf Ago. Sie ahnten schon, dass dies der letzte große MV-Auftritt in Le Mans sein würde. Legte mit seiner MV einen sauberen Blitzstart hin. Doch schon nach der ersten Runde übernahm Walter Villa mit seiner Harley Davidson die Führung. Aber der große Star war dennoch Agostini. '76 fuhr Phil Reed seine letzte Rennsaison auf Suzuki. Auch die MV kurften zum letzten Mal um den Salzburgring. Ago und seine MV in den Marlboro-Farben. '123 Grand Prix-Siege konnte Agostini in seiner Rennsportkarriere erringen. 13 Mal wurde er auf MV und zweimal auf Yamaha Weltmeister. Trotz seiner großen Erfolge blieb Giacomo Agostini, im Gegensatz zu manch anderen, dabei in seinem Leben immer bescheiden und zurückhaltend. Ago war und wird für immer der größte Motorradrennfahrer aller Zeiten bleiben. Nachdem sich Giacomo Agostini vom aktiven Motorradrennsport zurückgezogen hatte, sah man ihn nur noch einmal mit John Surtees und Mike Hailwood 1979 in Silverstone bei der großen Marlboro-Show, wo er und Hailwood noch einmal einige Ehrenrunden mit den unvergessenen MV-Maschinen fuhren.
Attention, everybody back behind the stars. Für einen Augenblick lebten die alten, glanzvollen Zeiten wieder auf, an die jeder Viertakter-Fan wehmütig zurückdenkt. Namen, die Rennsportgeschichte machten.